Bei uns gibt es Barbecue-Nudeln. Ich mache das jetzt hier mit den Fusilloni. Ihr könnt natürlich jede andere Nudelsorte nehmen. Vor ein paar Jahren haben wir dieses Rezept schon mal so ähnlich gemacht mit Ofenkartoffeln und dann noch überbacken. Das war auch total lecker. Den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Schaut euch das auch unbedingt mal an. Jetzt haben wir dieses ganze Rezept ein bisschen verändert, so dass man das zu Nudeln, Reis oder Bratkartoffeln wunderbar reichen kann. Und bevor ich jetzt meine Nudeln in das kochende Wasser gebe, werde ich erstmal ein gutes Pfund Filet, zwei rote Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, eine rote Paprika und zwei milde Pfefferonen kleinschneiden. Das war jetzt alles, was ich an Vorbereitungen machen musste. Jetzt kann ich schon ein bisschen Öl in die Pfanne geben, damit das schon mal erhitzt, und gebe meine Nudeln ins kochende Wasser. Ihr macht die einfach so, wie es auf der Packung steht, und dann werde ich schon mal das Fleisch anbraten. Das Fleisch nur salzen und dann das Kleingeschnibbelte dazugeben. Jetzt noch eine kleine Dose Mais dazugeben und noch 300 bis 400 Milliliter Lieblings-Barbecue-Soße. Das Ganze schön verrühren, und wer es etwas dünner haben möchte, der kann hier noch so 50 Milliliter Gemüsebrühe zugeben. Und schon kann angerichtet werden. Eben noch die Nudeln abgegossen. Und dann könnt ihr euch schon alles auf die Teller geben. Das ist nämlich richtig lecker. Schaut, ich habe noch ein bisschen Petersilie gehackt für oben drüber, weil soll ja auch alles immer schön aussehen. Sieht das toll aus. Und das schmeckt, das sage ich euch. Wenn euch dieses Gericht hier schon gefallen hat und ihr sagt, oh je, das sieht aber richtig gut aus, das koche ich mal nach, schaut euch unbedingt auch das andere an. Der Link ist ja unten, habe ich vorhin schon gesagt. Ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Bis dahin, eure Bea.